Der Mai ist gekommen. Du hast Bock auf die Bullet Journal Videos, hast du bei mir im Community Tab deutlich gemacht. Und daher habe ich dir jetzt ein Mai-Video aufgenommen mit meinem Mai-Layout. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und heute gibt es wieder ein Bullet Journal Video. Ich hätte nicht gedacht, als ich damals mit diesem Notizbuch angefangen habe, dass ich 6 Notizbücher später das immer noch mache. Und momentan habe ich so eine Phase, wo ich nicht so krass intensiv nutze, aber wenn ich Termine etc. habe, hilft mir das schon sehr, muss ich an der Stelle sagen. Und ja, falls du selbst ein Bullet Journal machst, kannst du mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wo du deine Ideen hernimmst, oder vielleicht packst du mir auch einen Link dazu oder markierst mich auf Instagram, und ich nehme dich jetzt einfach mal mit ins Buch. So, willkommen im Mai, und im Mai habe ich mir ein bisschen, ja, was Therapeutisches ausgedacht. Das klingt jetzt blöd, aber ich kann so Seiten in eurem Bullet Journal echt empfehlen, wo ihr beschäftigt seid. Weil, wie ihr seht, besteht dieses Bild aus lauter kleinen Linien. Das habe ich auch auf Pinterest wieder gesehen. Die Seite bleibt bei mir eigentlich grundsätzlich, wenn man sich meine anderen Videos anguckt, immer gleich. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie sah es im vorletzten Video aus, weil ich eine Pause drin hatte. Das ist natürlich nicht ideal geworden, vor allem, weil ich die ersten Linien freihändig gezeichnet habe. Die sind demnach krumm und schief. Ich bin dann übergegangen und habe das Lineal verwendet. Und dann hat es eben auch so ein paar Flecken drin und so. Das spielt keine Rolle. Mein Monthly Log ist eine tolle Sache. Und hoffentlich brauche ich jetzt dann auch irgendwann mal wieder den Kalender. Und hier sieht man halt ganz deutlich, das habe ich ja schon im letzten Video gesagt, das drückt durch. Und zwar ganz schön. Und weil die Tombos haben bis jetzt nie so wirklich Probleme gemacht, finde ich. Aber in dem Buch von Amazon, das habe ich bei Amazon bestellt, das war so ein Angebot. Ich mag es nicht empfehlen, echt nicht. Also ich werde es auch kein zweites Mal nehmen. Weil von der Qualität her dachte ich erst, von den Seiten her, das ist wie das Leuchtturm. Aber die Qualität von dem Papier ist halt echt nicht gut. Echt nicht. Ich fahre halt, wenn die Aufstellung vom Monat so ist, fahre ich halt am allerbesten. Das ist minimalistisch. Ich habe einfach auch gemerkt, ich möchte da nicht so viel Schnickschnack auf den Seiten haben. Mir gefällt das so halt einfach ganz gut. Ja, machen wir mit den Ausgaben weiter. Es hat sich halt jetzt eingebürgert, dass man schlicht und ergreifend eben digital oft zahlt. Also sprich eben mit der Karte oder so. Also nicht mehr mit Geld wegen der ganzen Corona-Zeit. Und da habe ich halt meine Schwierigkeiten, das aufzuschreiben. Gebe ich voll offen und ehrlich zu. Und im letzten Monat, das zeige ich euch jetzt nachher auch gleich noch, sah es halt nicht ganz so toll aus. Also ich habe fast nichts eingetragen. Project Tenpen ist ein Projekt von mir, wo ich Produkte einfach aufbrauche, die ich jetzt schon ein bisschen länger habe. Finde ich, ist eine wichtige Sache. Nicht immer nur kaufen, sondern eben auch aufbrauchen. Und ich habe halt einfach gemerkt, weil ich eben auch Minimalist bin, ich habe inzwischen einfach wieder eine Menge Produkte, die ich eben aufbrauchen möchte. Mein Mood-Tracker sind diesmal so sehr stilistische Blumen. Ich finde die ganz toll. Die Aufschlüsselung habe ich hier reingeklebt, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte für den Rest. Also diesmal ging der Mood-Tracker mal wieder über 2 Seiten. Habe ich, glaube ich, auch auf Pinterest gesehen. Und da musste ich dann wirklich eine Seite zusammenkleben. Warum ich es hier nicht gemacht habe, keine Ahnung. Aber ich habe halt einfach schon mitgedacht, und mir war schon klar, hier habe ich beispielsweise was vergessen. Mir war schon klar, wenn ich das ausmale, dass das extrem durchdrücken wird. Das sind übrigens die Farben, mit denen ich das machen werde.
Die sind von der Qualität her echt nicht gut. Zu den Farben habe ich mal ein Video gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch. Positives Achtsamkeit ist eine tolle Sache, weil gerade in so einer Zeit wie jetzt vergisst man sehr, was man eigentlich hat. Und ist für solche Sachen eben gar nicht mehr so dankbar. Und deswegen ist es so eine wichtige Übung. Mir war das am Anfang auch zu komisch irgendwie, zu Dingen Danke zu sagen, die eigentlich so selbstverständlich sind. Aber es ist halt dann doch eine richtig wichtige Übung. So, alleine Day. Jetzt ist gerade der Akku abgestorben. Dachte, das kriegen wir noch hin. Alleine Day ist einfach eine Schreibübung. Man setzt sich einmal am Tag hin. Ich mache es meistens abends. Und schreibt so was ganz bewusst mit der Hand auf. Mit der Hand schreiben ist so eine wichtige Übung. Und das kommt bei so vielen Menschen einfach inzwischen wirklich zu kurz. Und es ist zwar nur eine Linie, aber es ist halt auch machbar, weil es halt nur eine Linie ist. Es gibt richtige Schreibübungen, die gehen über mehrere Zahlen, sogar seitenweise. Das ist dann jedem selber überlassen, wie sehr er das nutzen kann und wie sehr er das ausfüllen kann. Mir reicht die Linie. Serien und Filme. Hier haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das von der Qualität hier einfach nicht so toll ist. Jetzt finde ich gerade, doch, da ist mein Gelb. Das habe ich mit dem Gelb geschrieben. Das ist ein Beispiel für das Papier. Ich habe mit einer hellen Farbe geschrieben, habe mit einem Bleistift die ganze Sache aufgeschrieben, so leicht skizziert. Und dann radiert man ja die ganze Sache weg. Und wie ihr seht, sieht man immer noch die Bleistiftlinien. Also wenn du mit Bleistift auf die ganze Geschichte hier drauf schreibst und mit einem hellen Stift, dann kriegst du das fast nicht mehr runter. Also das ist auch so ein Beispiel wirklich für dieses Papier. Das hatte ich noch nie bei irgendeinem Papier, dass die Bleistiftstriche so schlecht weggegangen sind. Ja, wie schon erwähnt, ich habe jetzt noch ein Buch da. Das wird für die zweite Hälfte des Jahres hergenommen, aber ich werde von der Marke sicher nichts mehr kaufen, weil mit denen bin ich echt nicht zufrieden. Sporttracker finde ich eine ganz wichtige Angelegenheit. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der regelmäßig Sport macht. Oder sagen wir anders, regelmäßig, unregelmäßig mache ich Sport. Es gibt Phasen, wo ich gar nichts mache und dann gibt es wieder Phasen, wo ich ein bisschen mehr mache. Und dann sieht man hier auf einen Blick einfach, was man so geleistet hat. Und für mich hat sich im April einfach gezeigt, dass ich noch eine Farbe brauche, nämlich für das Fahrradfahren. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir hier Telefon. Kommt jetzt im Moment zur jetzigen Zeit ein bisschen zu kurz, weil ich kriege gerade keine Anrufe. Geht, glaube ich, jedem so, dass er nicht ganz so viel zu tun hat. Der Sleep Tracker allerdings ist für mich echt eine wichtige Angelegenheit. Momentan schlafe ich wieder ein bisschen mehr. Aber wenn ich weniger schlafe, weiß ich halt auch, dass es mit dem Essen nicht so gut klappt. Ich bin ein Mensch, der zu viel isst, wenn er müde ist. Macht das Sinn? Also wer sich ein bisschen mit intuitivem Essen beschäftigt, der kennt dieses Phänomen. Aber auch von der Laune her bin ich einfach nicht so. Ich bin unkonzentriert. Und oftmals bemerkt man nicht, dass man zu wenig geschlafen hat, wenn man das Bewusstsein dafür nicht hat. Und so ein Tracker hilft einem dann da schon. Ideen und 10 Dinge. Zu den Ideen brauche ich jetzt nicht viel sagen, aber 10 Dinge ist mein Favoritenformat auf meinem Kanal. Und ist für mich wichtig, weil dann muss ich mir nicht kurz vorher Gedanken machen, sondern kann immer in diese Sparte hier reingucken und schauen, wie sieht's oder wie sah es da aus. Ich wollte einen Tracker zum intuitiven Essen machen, weil ich mich wieder ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftige und das einfach auch bei mir auf dem Kanal wieder eingezogen ist.
Da haben wir wieder so einen Bleistiftstrich, der nicht ganz richtig weggegangen ist. Das ist halt echt schade, Mann. Der frisst sich richtig in das Papier rein und dann kriegst du es fast nicht mehr weg. Der Tracker wird höchstwahrscheinlich optimiert, weil, also ich wusste nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Das ist bei mir oftmals so, wenn ich nicht weiß, wie ich was umsetzen soll, dann mache ich erstmal und das entwickelt sich dann mit der Zeit, je nachdem, wie ich den Tracker dann verwendet habe. Und hier eben auch, da sind auch Sachen draufgeschrieben gewesen, habe ich fast nicht mehr runtergekriegt. Naja, kann man nicht ändern. Intuitiv Essen Tracker, der soll so funktionieren, dass ich wieder mehr Bewusstsein fürs Essen schaffe. Gerade wenn man so viel zu Hause ist, ist es halt echt so ein Ding. Man hat mehr Zeit zum Essen, man ist in der Nähe vom Kühlschrank und nutzt vielleicht Essen für andere Dinge außer Hunger. Und jemand für mich, der halt lange ein gestörtes Essverhalten hatte und das vielleicht auch unterbewusst immer noch hat, weil so ganz wirst du das nicht los, ist das Arbeiten mit dem Essen eben wichtig. Und deswegen habe ich mir so einen Tracker gemacht, um einfach mal wieder so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Eins ist emotionales Essen. 5 ist geplantes Essen, also sprich um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Und intuitives Essen ist, da habe ich nur dann gegessen, wenn ich wirklich Hunger hatte und wenn ich wirklich ein starkes Bedürfnis nach Essen hatte. Also nichts anderes. Nicht gegessen aus Langeweile, nicht gegessen, weil ich nichts zu tun hatte, nicht gegessen, um Zeit zu überbrücken, nein, sondern reines Essen, weil ich essen musste. Nicht ausgehungert sein, sondern dieses richtig starke Gefühl nach, ich muss was essen. Ich lasse euch ja immer noch einmal dann auch in meinen April, also in meinen Vorgängermonat reingucken. Fand ich von den Blättern her und alles, fand ich das gar nicht mal so übel. Eben terminmäßig nicht so viel, außer halt, dass ich TÜV hatte. Also ich habe so gar nicht mit dem Kalender gearbeitet. Ja. Und hier sieht man auch schon die Ausgabenseite, die ist nicht sehr voll. Weil ich bin ein Mensch, ich brauche echtes Geld in der Hand und nicht per Karte zahlen und so. Das ist, ich weiß nicht, fühle ich mich nicht wohl damit und den habe ich auch nicht so wirklich da eingetragen. Aber jetzt ist man auch so ein bisschen verpflichtet, mit der Karte zu zahlen. Und ja, dann ist mir das irgendwie auch so ein bisschen schwer gefallen. Ich war dann auch mit für meine Eltern einkaufen. Das dann alles zu trennen, war ich dann zu faul und habe dann da, wie gesagt, das Eintragen vergessen. Das sollte ich natürlich nicht machen. Protect Tenpen. Diese Zeichen hier weisen darauf hin, dass die Produkte leer sind oder ich sie wegschmeißen musste, weil sie kaputt gegangen sind. Passiert halt eben auch, das ist immer schade. Serien und Filme. Ich gucke im Moment lustigerweise gar nicht so viel Netflix oder anderes oder je nachdem, wo ich mir einen Film kaufe. Ich bin mehr so in Richtung Streamer gerade unterwegs, deswegen steht hier nicht ganz so viel. Mood Tracker, den fand ich richtig toll oder finden immer noch toll. Der Monat ist in meiner Welt noch nicht vorbei. Ich glaube, ich werde das in ähnlicher Form nochmal machen mit dem Regensturm. Das hat halt zum April gepasst, obwohl es im Moment halt fast gar nicht regnet. Macht einem dann schon auch ein bisschen Sorge, weil der April immer so ein Regenmonat war. Jetzt regnet es halt kaum und es ist ja pfurztrocken. Align a Day, merkt man schon, ich habe den ein oder anderen Tag nicht eingetragen, weil ich es schlicht und ergreifend vergessen habe. Aber ich nehme es mir trotzdem immer vor, dass ich das mache. Also zwingen tue ich mich nicht, sage ich jedes Mal. Also es sollte für mich kein Zwang sein, in mein Buch reinzuschreiben, sondern eine freiwillige Angelegenheit. Und wenn halt freiwillig, wenn halt leere Zeilen drin sind, dann also ist es okay.
Sport, wie gesagt, bin ich momentan nicht ganz so fleißig. Ich übertreibe es nicht. Habe aber eben in dem Monat angefangen mit Fahrradfahren, wieder ein bisschen längere Strecke. Es war jetzt eben auch nur einmal, aber das nächste Mal kommt bestimmt. Ja, und der Sleep Tracker zeigt eben an, dass ich eher die Tendenz im Moment habe, mehr zu schlafen. Und das nütze ich auch, weil es kommen wieder Zeiten, wo man echt weniger pennt. Und es ist für mich wirklich ein toller Richtwert, einfach zu sehen, so da und da habe ich weniger geschlafen. Das summiert sich halt dann auch, ne? Also wenn du, bei mir ist es mal so, wenn ich über einen längeren Zeitraum immer nur so 6, 7 Stunden geschlafen habe und ich bin so ein 8-Stunden-Schläfer, ich brauche das schon, dann merke ich das am Ende der Woche definitiv. Ideen, ja, ist jetzt nicht zu viel dabei rumgekommen, aber in der Regel steht da schon immer was oder ich gucke, dass ich die Seiten anderweitig nutze. Ja, auch hier ist ein bisschen leer noch. Man sieht, ich nutze den Terminkalender momentan nicht, also habe ich das Buch nicht so viel in der Hand, aber es gibt auch wieder andere Zeiten. Positives, Achtsamkeit. Wie schon erwähnt, ist eine tolle Übung, ist eine wichtige Übung. Aber wie schon bei den anderen Trackern auch gesagt, wenn ich eben mal vergesse einzutragen, dann zwinge ich mich dazu nicht extra noch um was weiß ich wie viel Uhr dann mein Buch herzunehmen und um ja einzutragen. Wenn ich das Bedürfnis habe, dann nicht einzutragen, dann mache ich es auch nicht. So, und schon sind wir durch. Hast du auch eine Veränderung wahrgenommen durch die Corona-Zeit, durch das Zuhause-Sein, durch das Homeoffice vielleicht auch, dass du deinen Terminkalender nicht mehr so verwendest wie sonst auch, aber trotzdem an der Sache natürlich festhältst? Für mich ist es einfach eine wichtige Sache, weil ich einfach weiß, wenn ich viele Termine habe, rettet mir dieses Notizbuch den Arsch im wahrsten Sinne des Wortes. Würde mich mal deine Sicht der Dinge interessieren, gerne ab in die Kommentare. Ich sag danke fürs Einschalten. Gib dem Video einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.